Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Nail Talk Live E-Workshop an Ihrem Mittwochabend. Heute ist der 1. Mai und ursprünglich hatte ich Cheryl gebeten, gemeinsam mit mir einen Workshop über die Verführungslinie der Maniküre- und Pediküre-Produkte der magnetischen Nageldesign-Reihe zu machen. Leider habe ich heute Morgen eine SMS von Cheryl bekommen, dass es ihr nicht gut geht. Sie hat die Grippe. Deshalb habe ich ihr gesagt, dass sie zu Hause bleiben und gesund werden soll. Ich habe ihr viel Liebe geschickt. Deborah war im Büro und wir haben entschieden, den Shape It E-Workshop vom letzten Montag noch einmal zu machen. Aber dieses Mal auf Englisch. Außerdem verwenden wir ein anderes Shape It und einen anderen Nagel. Deborah war einverstanden und wir haben Maya gefragt, ob sie als Modell zur Verfügung steht. Glücklicherweise hat Maya Zeit, also werden wir heute Abend einen E-Workshop über das neue magnetische Shape-It haben. Ab heute verfügbar. Doch gibt es noch mehr, was wir heute Abend behandeln. Natürlich Jessicas Challenge vor 2 Wochen. Wir werden die Gewinner vorstellen und ihre wunderschönen Hausaufgabenarbeiten präsentieren. Außerdem haben wir einen weiteren Dermatalk mit Wendy Fink, in dem es um die Knochenstruktur der Hand geht. Sie wird uns also über die verschiedenen Knochen und die gesamte Struktur der Hand aufklären. Letztes Wochenende besuchten Syriza, Henriette und Jessica gemeinsam mit unserem Vertriebspartner Dobie in der Schweiz. Gillian drehte dabei einen wunderschönen Film hinter den Kulissen. Heute Abend zeigen wir euch, wie diese fantastische Veranstaltung ablief und was sie alle unternommen haben. Wir haben also eine Menge zu erzählen. Zudem habe ich neue magnetische Nageldesign-Produkte, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte, falls Sie sie noch nicht auf den sozialen Netzwerken gesehen haben. Denn wir haben sie heute auf den Markt gebracht und die Händler und Botschafterinnen haben sie schon seit einigen Wochen. Wir haben also eine geschäftige Show, viel zu tun und wenig Zeit. Fangen wir an. Und es sieht so aus, als ob Deborah unser Star von Shape It ist. Nun, es sieht so aus und Deborah hat viel Erfahrung mit extremen Nagelformen und deshalb arbeitet sie wirklich gerne mit dem Shape It. Aber natürlich haben wir auch andere Shape It Queens in den Niederlanden. Wir haben Silvana, wir haben natürlich Luvelle und wir haben auch Demi und auch Brenda und wir werden euch diese Trainerinnen mit dem Shape It in den nächsten Monaten in den verschiedenen E-Workshops vorstellen. Egal. Heute Abend gibt es eine unplanned Extrasendung, aber wir sind trotzdem gespannt, sie zu machen. Deborah, bist du mein Gast? Was werden wir tun? Hallo, guten Abend allerseits. Und heute ist die englische Ausgabe. Letzten Montag war der holländische. Ja, und jetzt bin ich wieder hier. Heute machen wir das moderne Quadrat mit den Shape Bits. Es ist also ein bisschen anders als letzten Montag. Denn da habe ich die moderne Mandelform mit einer Menge Einlagen gemacht. Es wird auch mit Intarsien sein, aber ein bisschen weniger Produkte drin. Aber es wird wirklich sehr cool sein. Wir haben bereits letzten Montag gesehen, und vielleicht warst du auch schon dabei, wie einfach es ist, mit Shape It zu arbeiten. Aber es ist sehr wichtig, deine eigene Handschrift in den Nägeln zu bewahren, die du kreierst. Nun, um die perfekte Balance zwischen einfacher Anwendung, Perfektion des Endergebnisses und deiner Handschrift zu finden, haben wir verschiedene Möglichkeiten, mit dem Shape It zu arbeiten. Und heute Abend haben wir ein sehr cooles Design, aber auf einem etwas schwierigen Nagel, denke ich, Deborah. Das stimmt, denn Maria, meine liebe Kollegin aus dem Büro, hat einen kleinen, nach unten wachsenden Nagel. Und ich werde an ihrem Zeigefinger arbeiten, der ein bisschen nach unten geht. Es ist also ein bisschen, naja, messend, weil die Form etwas gerade verläuft, aber wir werden einen perfekt geformten Nagel auf diesem etwas schwierigen Finger machen, aber es wird wirklich cool sein. Lass einen Blick auf den Nagel werfen, den du meinst. Ja, genau. Oh, ich sehe ein Stück Klebeband an meinem Handschuh. Moment bitte. So, ich werde es von der Seite anschauen, wenn es geht. Vielleicht auch ein bisschen hier. Da stimmt etwas nicht. Nun, ich würde es umdrehen, damit Sie es schon sehen können. Wie Sie sehen können. Hohes Maximum, dann ja. Steil nach unten. Das ist es. Das wird also eine kleine Herausforderung, was die Form angeht.
Denn normalerweise müssen wir sie ein wenig nach oben, aber dann passt er nicht auf ihren Nagel. Also müssen wir ihn ein bisschen nach unten ziehen, aber es wird ein wirklich toller Nagel werden. Das werden wir also tun. Und dann kannst du die Form sehen, die du auf jedem Nagel machen kannst, den du willst. Mit ein bisschen zusätzlicher Technik und ein bisschen Spielerei mit der Technik mit den Shape Bits können sie sehen, dass die Shape Bits auf jeden Nagel passen, den sie wollen. Okay, du schiebst das Shape It also nicht direkt auf die Nagelhaut. Du hältst ihn ein bisschen vor der Nagelhaut, damit du die Nagelform ein bisschen anpassen kannst. Habe ich recht? Das ist absolut richtig, ja. Ich werde es ein wenig über die Hälfte des Nagels halten und das ist die Stelle, an der ich es auf den Nagel auftragen werde. Vor diesem Teil füge ich also noch ein paar Extras wie Glitter oder Flocken hinzu. Sie können alles hinzufügen, was Sie wollen, aber wegen der Form möchte ich nicht. Aufgrund der Form möchte ich es nicht gleichmäßig auf meine gesamte Nagelfläche auftragen. Stattdessen trage ich es zuerst zur Hälfte auf, dann etwas darüber, jedoch nicht bis zur Nagelhaut. Dadurch bleibt der Nagel flach, da er sonst nach oben geht und eine unschöne Lücke entstehen würde. Eine zu große Öffnung wäre unerwünscht. Es ist also nicht schön. Nicht schön. Ja, natürlich. Manchmal sieht man Leute, die einfach eine Menge Powergel oder ein ähnliches Produkt in einen Tipp geben und es auf den Nagel auftragen, ohne den natürlichen Nagel zu berücksichtigen. Und dann wird er sehr dick, sehr wuchtig und eigentlich ziemlich hässlich in gewisser Weise. Wir werden also nur den oberen Bogen auf dem Nagel von Maria ein wenig korrigieren, indem wir es nicht direkt auf die Nagelhaut auftragen, sondern ein wenig davon entfernt bleiben. Das beantwortet vielleicht auch die Frage, die Gemma gestellt hat, dass um einen hohen Apex zu erhalten, wenn man das Shape It bis zur Nagelhaut schiebt, das Shape It relativ perfekt auf den Naturnagel passen muss. Aber vielleicht, Gemma, erkläre ich es dir, wenn ich dich eines Tages in Söstberg sehe. Also, du wirst natürlich zuerst den Shape It abmessen. Ja, das werde ich tun. Ich verwende den modernen quadratischen Nagel, den ich dir bereits gezeigt habe. Ich werde ihn für dich öffnen. Du kannst all diese schönen Spitzen hier drin sehen. Legen Sie ihn ab, denn ich habe bereits 3 davon genommen. Und was ich Ihnen zeigen möchte, ist von ein bisschen zu klein bis ein bisschen zu breit, denn es ist wichtig, dass Sie ein bisschen breiter gehen, als der Nagel ist, weil Sie natürlich etwas Produkt in die Form einarbeiten müssen. Wenn man also zu klein geht, passt er nicht mehr auf den Nagel. Aber man sollte auch nicht zu weit gehen, denn dann läuft das Produkt aus dem Shape-Bit heraus. Es läuft dann auf den Nagelhautbereich oder auf den Finger. Das wäre also eine gefährliche Sache sein. Also werden wir das nicht tun. Ich zeige Ihnen jetzt, was ich bereits auf die Spitze gesetzt habe. Ich habe hier 3 Größen von Form-Bits. Und ich beginne mit der Nummer 3. Das ist ein... Oh, schöne kleine Größe. Und wenn wir auf die übliche Art und Weise Tipps geben würden, wäre das großartig. Es wäre fantastisch. Aber die Sache ist die, dass ich es natürlich auffüllen muss. Und es wird auch etwas Produkt genau hier sein. Also werde ich mein Formular genau hier platzieren. Und, aber es muss ein Produkt geben. Wenn ich also mit einem Produkt arbeiten will, wird es genau hier sein. Und wie Sie sehen können, wird es viel zu klein sein, wenn ich es genau hier mit dem Produkt platziere. Es wird also nicht mehr passen. Das hier kommt also an die Seite. Dann habe ich noch eine etwas größere Variante. Das ist 2 Stufen größer. Das ist die erste. Und wenn ich es so anbringe, nun, wie ihr sehen könnt. Ja, es geht komplett über die Seitenwände. Ja, es geht komplett über den Nagel. Aber auch wenn ich es auffülle und genau hier anbringe, geht es noch richtig in den Nagelhautbereich hinein. Können wir Topshop sehen, bitte? Ja. Hier können wir auch sehen, dass der Nagel viel zu wuchtig und viel zu breit ist, wenn Sie das auf die Stelle auftragen, wo Sie es im nächsten Schritt auftragen werden. Das ist einfach lächerlich. Ja. Ja, lächerlich. Und massiv. Das ist dann so, als würdest du einen kleinen Nagel bauen. Wirklich breit. Also werden wir es nicht tun. Also habe ich die Nummer 2 von dieser Form. Und wenn ich sie so auf den Nagel setze... Sieht es schon toll aus, ein bisschen breit, aber wenn ich ihn auffülle und es ein bisschen so anbringe, wo bist du dann? Gib mir eine kurze Zusammenfassung, wenn du willst. Wenn ich es dann mit Produkt auffülle, kannst du sehen, dass es perfekt passt.
Es geht wirklich gut in die Seitenwände und läuft nicht in die Seitenwände. Es passt also wirklich gut. Außerdem kann ich es sogar so machen, wenn ich will. Aber natürlich geht ihr Nagel vorne runter. Ich bereite also nicht Nagel von der Nagelhaut her vor, sondern ich bereite diesen Nagel von der Hälfte des Nagels her vor. Denn ich möchte die Form des Nagels so dünn wie möglich halten, mit so wenig Produkt wie möglich, aber trotzdem sehr stark. Das ist es also, was wir jetzt tun werden. Diese Form ist also eine gute Form für Sie. Im Moment sieht sie noch zu groß aus, aber natürlich muss sie mit einigen Produkten gefüllt werden. Ja, es ist wichtig zu wissen, dass zwischen der Oberfläche des Shape-It oder der Innenseite des Shape-It und der Oberfläche des Naturnagels genug Platz für das Kunstprodukt sein muss, das Sie auf den Nagel auftragen wollen. Dieses Overlay stärkt und schützt natürlich den Naturnagel. Um den Naturnagel zu schützen, brauchen Sie genügend Platz an den Belastungspunkten an den Seiten des Nagels. Wenn der Shape-It nur ein bisschen zu klein ist oder die perfekte Größe hat und Sie Druck ausüben müssen, um sicherzustellen, dass er sich ein bisschen öffnet, sodass er von einer Seite zur anderen reicht, bedeutet dies, dass die Belastungspunkte zu dünn werden, weil ein Druck auf den Naturnagel ausgeübt wird, der das Produkt wegdrückt. Die Seiten des Naturnagels sind relativ scharf, sodass sie sich in das Produkt einschneiden könnten, was den Spannungspunkt des Nagels schwächt. Der Shape-It muss also wie ein Handschuh passen, kein enger Handschuh, aber ein guter Handschuh, den man anzieht, er muss einfach perfekt auf den Naturnagel passen. Und das bedeutet, dass man den Shape-It manchmal ein bisschen anpassen muss, indem man ihn etwas schmaler macht. Manchmal braucht man einen Trick, um ihn etwas breiter zu machen, damit das künstliche Produkt, das man auf den Nagel aufträgt, um ihn zu stärken und zu verlängern, die richtige Struktur und Haltbarkeit erhält. Nach all dem hast du dich für das richtige Shape-It entschieden. Und nun der erste Schritt. Ja, also ich habe natürlich die Form mit der Form und ich habe sie genau hier. Nun, normalerweise ist deine Kundin natürlich schon Teil deiner Arbeit. Aber jetzt werde ich einen weiteren Schritt machen. Denn diesen Tipp kann ich ein wenig vorbereiten und ich werde ihn mit dem Bildergel Clear auffüllen. Eine dünne Schicht. So, und ich halte Sie genau hier fest. Sie können Ihre Hand ein wenig zur Seite legen. Dankeschön. Genau so. Ja, eine dünne Schicht und ich werde die Spitze komplett ausfüllen. Vorsichtig, natürlich, vorsichtig. Eine dünne Schicht, eine wirklich dünne Schicht. Es ist nur eine deckende Schicht für die Nagelspitze. Sie müssen wissen, dass Sie mit dem Kopf nach unten arbeiten. Das ist also wichtig zu wissen. Du musst den Nagel andersherum denken, als du ihn normalerweise machst. Und das ist wichtig. Dieser Schritt, der letzte Schritt, bevor ich den Decklack auftrage, ist das Aushärten. Vorsichtig sein. So. Ich verwende den Blitzhärter natürlich mit sauberen und frischen Batterien, was sehr praktisch ist. Genau so. Genau so. Das ist also der erste Schritt auf diese Art und Weise. Und der zweite Schritt wird sein, eine weitere dünne Schicht sein, aber nicht vollständig bis zum Ende. Wie lange haben Sie diese erste Schicht ausgehärtet? Ich denke, weil ich frische Batterien habe, etwa 1 oder 15 Sekunden. Etwa 15 Sekunden. Es ist transparent, also immer noch kurze Aushärtungszeit. Nein. Ich werde es umdrehen. Es ist schwer zu erkennen, aber ich habe ein wenig unausgehärtetes Produkt. Build a Joe Clear. Genau hier. Und ich werde es sanft verteilen, aber nicht vollständig bis zum Ende. Behutsam. Und du musst sicher sein, dass es dünnflüssig ist, denn dieser Teil braucht nichts von diesem Produkt. Weil du mit dieser nassen Gelschicht einen besonderen Effekt erzielen willst. Ganz genau. Etwa so.
Und normalerweise kann ich die Spitze in einen Spitzenhalter stecken, aber heute war es ein bisschen Improvisation und deshalb zeige ich es dir so, weil es natürlich auch möglich ist, die Form einfach in der Hand zu halten. Auch schön zum Arbeiten. Also diese Schicht wird nicht ausgehärtet, sondern ich habe vorher schon... eine kleine Mischung aus Geschirr, Spülmaschinenschaum, einem Holzgefäß und einem Holzstäbchen. Sorry, ich zeige es auf dem Bildschirm, das ist besser. Ich mache ein paar kleine Blasen, nicht zu groß. Also etwas Seifenschaum, Seifenschaum. Seifenschaum, ja, in der Tat. Und ich werde ihn in die Spitze geben, nicht zu wenig. Nimm genug. Füllen Sie es einfach auf, aber nicht pressen, einfach da reintun. Etwa so. So hast du einen tollen gefüllten Nagel, wie du sehen kannst. Sehr ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich, ja. Und du schiebst ihn ein bisschen nach vorne. Und jetzt kannst du sehen, dass er komplett mit Schaumstoff gefüllt ist. Ja. So, was sehr lustig ist, denn was wir jetzt machen werden, das hier aushärten. Ich werde ihn aushärten, damit Sie sehen können, was ich aushärte, aber ich werde ihn in die LED legen, weil ich einen vollständig ausgehärteten Nagel haben möchte, ja? Also lege ich ihn jetzt in die LED. Und der Sinn des Auffüllens mit dem Schaum, mit den Seifenblasen, ist, dass dadurch ein Relief in der Oberfläche im Inneren des Shape-It entsteht. Ich sehe eine Frage von, lassen Sie mich nachsehen, Hand and Nail Treatment. Werden Sie eine neue kleine LED-Lampe für dieses System verkaufen? Natürlich haben wir bereits die Flash Cure. Das ist das Gerät, das Deborah jetzt benutzt. Und wir arbeiten an einer Tischversion dieses Flash Cure. Also geben Sie uns ein bisschen Zeit und wir werden eine Lösung finden. Normalerweise verwendet man einen Spitzenhalter mit einem kleinen Print Buddy, um Shape It verkehrt herum aufzutragen. Wir haben während deiner Demo nachgesehen, konnten es aber nicht finden. Man kann es jetzt in der Lampe mit Zwillingslicht für 30 bis 60 Sekunden aushärten, falls es sich um ein transparentes Produkt handelt. Ja, in der Tat, das habe ich. Etwa 30 Sekunden irgendwo in der Nähe. Und das ist genug, denn das Produkt ist absolut klar, ja. Das reicht also. Und außerdem ist der Schaum sehr dünn, sodass er nicht zu lange aushärten muss. Aber es ist immer noch da drin. Schau. Und es hat sich nichts verändert. Es gefällt mir hier wirklich gut. Gleich werde ich den Schaum mit einem Nagelwischer entfernen. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche trocken ist. Warum muss es trocken sein? Weil ich sonst die klebrige Schicht meines Aufbaugel entfernen würde, ja, genau, die ich für den nächsten Schritt brauche. Okay, du brauchst einen Rückstand der klebrigen Schicht. Also reinigst du sie mit einem trockenen Nagelwischer. Ja. Wir sehen schon die Struktur. Ja, es ist fast wie schau mal. Schlange Haut. Schon so cool. Ja, das ist super cool. Ich hatte eine Frage an Jillian. Wenn du den Nagel festklemmen willst, musst du dann schon diese klare Applikation, ganz dünne klare Applikation, die du jetzt schon auf den Shape-It aufgetragen hast, festklemmen oder würdest du später festklemmen? Ich werde später kneifen, denn es werden mehr Gelprodukte kommen und Gel hat immer die Viskosität, um ein bisschen breiter zu werden. Beim letzten Produkt werde ich es also abklemmen. Natürlich kann man jeden kleinen Schritt festdrücken. Aber das hier ist zu dünn und es bleibt nicht an seinem Platz. Wir müssen es also etwas später festklemmen, wenn du es festklemmen willst. Bei Marias Nägeln reicht das aber völlig aus, denn sonst wird der vordere Teil des Nagels zu klein für ihre Finger. Also, machen wir das jetzt noch nicht. Vielleicht später ein bisschen, aber nicht zu viel. Aber so, das heißt, du musst es später machen, nicht jetzt. Also das ist das Beste. Danke Ihnen. Wir haben ein seltsames Shape-It. Ja, das ist die Struktur Shape-It. Und natürlich haben wir dieses wunderschöne Pigment, das Unicorn Gold, das ich jetzt aufmache und stelle es genau hier hin. Und wir haben unseren großartigen, sehr flauschigen Pinsel. Den flauschigen Pinsel, ja. Okay. Und ich werde etwas von dem Pigment auf meinen flauschigen Pinsel nehmen.
und versuche es ein wenig darunter zu geben und gebe es auf meine Spitze oder in meine Spitze und reibe es über die Blasen. Und sei nicht zu vorsichtig, trage es einfach auf. Cool, das sieht schon ganz toll aus. Etwa so. Ein bisschen Druck, ein bisschen Druck. Ich nehme das Glas heraus und verschließe es natürlich. Ich stelle es ab und zeige dir, wie es schon aussieht. Wow. So cool, hm? Das ist wirklich cool. Man kann es schon, so benutzen, einfach etwas Gel dazugeben und es so bearbeiten. Es ist magisch. Wirklich cool, ja. Also diesen Schritt aushärten, denn wir müssen immer sicher sein, dass das Pigment an seinem Platz bleibt. Ja, du willst also das Pigment aushärten? Ja. Während du das aushärtest und sicherstellst, dass das Pigment fest wird, ist es natürlich auch wichtig, die Hausaufgaben für heute Abend zu besprechen. Was sind die Hausaufgaben? Nun, sehen wir uns das mal an. Erstellen Sie 4 Shape-It, Nägel mit Shape-It, mit verschiedenen Einlagen an einer Hand. Ihr könnt das natürlich auch im Shape-It machen und dann aus dem Shape-It herausnehmen und dann habt ihr eure eigenen kreierten Color-Pops. Die Länge und die Formen spielen keine Rolle. Verwenden Sie mindestens 4 verschiedene Einlegeprodukte oder Einlegeverfahren. Also, es gibt 4 verschiedene Möglichkeiten, was Sie heute Abend sehen können. Entweder auf Ihrer eigenen Hand, dem Griff eines Modells oder, wie bereits erwähnt, können Sie das Shape-It füllen, aushärten lassen und es als Beispiel für Ihre Kunden präsentieren. Im Salon können Sie es neben einem kleinen Preis ausstellen, damit die Kunden wissen, wie viel es kostet. Auf der Rückseite der Karte finden Sie eine Liste der verwendeten Produkte. Dieser Tipp von Cyril in einem Business Talk ist wirklich hilfreich. Wenn ihr am Wettbewerb teilnehmen wollt oder euch mit euren Hausaufgaben bewerben wollt, macht eure Hausaufgaben. Ihr habt 2 Wochen Zeit und die Deadline ist der 15. Mai. Ladet eure Hausaufgaben über den Link hoch, den ihr im Album der Facebook-Gruppe Shape It findet. Falls Verbesserungen nötig sind, wird Jessica dich kontaktieren und dir eine weitere Gelegenheit zur Teilnahme geben. Denkt daran, eure Schritt-für-Schritt-Fotos einzureichen, jedoch nicht mehr als 4 Bilder und ein Abschlussfoto aller Hausaufgaben gemeinsam. Dies möchte ich betonen. Ihr müsst eure Nägel selbst machen, eure Aufgaben erledigen und originalgetreue Fotos einsenden. Um sicherzugehen, dass ihr tatsächlich die stolzen Schöpfer der eingereichten Nägel seid, benötigen wir ausdrücklich Schritt-für-Schritt-Fotos. In der Vergangenheit gab es bedauerlicherweise negative Erfahrungen. Wenn Sie dies tun, erhalten Sie natürlich Ihr E-Zertifikat, das allererste englische Shape-It-Zertifikat von Magnetic Nail Design. Aber Sie haben auch die Chance, diesen tollen Preis zu gewinnen, der von Deborah ausgewählt wurde. Das ist eine Schachtel Shape-It Ihrer Wahl, Neon-Inlay, Shell-Inlay und Chameleon-Flakes, Power-Gel-Clear und natürlich die neuen grünen Gel-Lacke. Das sind Lucky Green und Lucky Green Glitter und dazu gleich mehr. Okay, hier sind deine Hausaufgaben. 4 Nägel, 2 Wochen. Achte darauf, dass es deine eigene Arbeit ist. Du hast die Chance, großartige Preise zu gewinnen. Wir kommen zu dir, Deborah, denn du bist bereit für den nächsten Schritt. Ja, das bin ich. Natürlich habe ich diesen Teil der Form bereits vorbereitet. Und jetzt werden wir einige Farben erstellen. Schauen wir es uns also mal an. Ich habe eine Frage an Simone. Hast du das Pigment, das Einhornpigment, nur auf den blasigen Bereich aufgetragen? Und nicht auf den flachen Teil der Innenseite des Shape-It? Ja, ich habe ihr bereits geantwortet, aber für diejenigen, die es nicht gesehen haben, nur im blasigen Bereich. Der flache Teil darunter ist pigmentfrei. Es gibt keine Pigmente darunter, nur auf dem blasigen Bereich. Tatsächlich. Ich habe die Papierpalette hier und ich habe etwas neonfarbenes Rougegel, blau. Gib es auf meine Papierpalette und achte darauf, dass du nicht zu wenig von dem Produkt nimmst. Und ich habe auch das Blush Dreamy. Legen Sie es daneben. Etwa so und jetzt mischen wir es. Denn ich möchte einen helleren Blauton kreieren.
Wie du siehst, lassen sich alle diese Produkte ganz einfach miteinander vermischen. Mein Tipp ist also genau hier. Ich lege sie ein bisschen zur Seite, aber man kann sie immer noch gut sehen. Drehen Sie es um und jetzt nehme ich meinen Detailer 3, nehme etwas von dem Blau und lege es weg und gebe es in meine Spitze über die Blasen. Bitte setzen Sie es in die Mitte der Mitte oder in die Mitte. Über meine Luftblasen. Und wollen Sie die Oberfläche im Inneren des Shape-It glätten, damit es glatt wird und nicht blasig? Nun, das ist nicht wirklich wichtig, denn es wird sowieso glatt sein, weil dies nicht das einzige Produkt sein wird, das sich darin befindet. Aber natürlich will man es überall hinbringen, also muss es ein bisschen glatt sein, ja. Und es muss nicht sehr deckend sein, aber es muss vorne auf den ganzen Nagel passen. Man muss es also gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen. Ich habe mir den Nagel angeschaut und mir eine Menge Gedanken gemacht. Musst du nicht aufpassen, dass du nicht zu dick aufträgst, um eine Unterhärtung zu vermeiden? Ja, aber ich werde dir zeigen, wie dünn er ist, weil es wirklich dünn ist. Ja, und Sie sehen auch die Rillen der Blasen durchscheinen. Das bedeutet also, dass es nicht sehr dick sein darf. Aber es ist sehr wichtig, dünn zu arbeiten, wenn man mit Shape-It arbeitet, weil ein zu dick aufgetragenes Gelprodukt nicht richtig aushärtet und man dann ins Licht geht und es nicht vollständig aushärtet, nicht richtig aushärtet, was zu einer allergischen Reaktion führen kann. Es ist äußerst wichtig, darauf zu achten, dass Sie und Ihre Kunden keinen zu starken Kontakt mit nicht ausgehärteten UV-härtenden Produkten wie Gelaine, Rouge, Topgel und Powergel haben. Sie sollten sich auch bewusst sein, dass eine übermäßige Exposition vermieden werden muss. Daher empfehle ich Ihnen dringend, eine Schulung bei einem autorisierten Distributor und Trainer zu absolvieren, um bestens über Shape-It Bescheid zu wissen und die Risiken und Herausforderungen bei der Verwendung zu verstehen. Beachten Sie, dass einige Produkte dünn und andere etwas dicker aufgetragen werden sollten. In jedem Fall ist es entscheidend, dass Ihre Kundin niemals mit ungehärteten Gelprodukten in Berührung kommt. Sicherheit hat oberste Priorität, besonders bei der Verwendung von Shape-It, und wird oft übersehen oder vernachlässigt. Dies trifft vor allem zu, wenn man sich Insta-Reels oder Videos ansieht, in denen Shape-It verwendet wird. Oft wird dabei übertrieben und zu viel Produkt benutzt, um den Standpunkt zu betonen. Allerdings sollte man niemals die lebende Haut ohne Grund berühren. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Haut des Kunden nicht mit ungehärteten Produkten in Berührung kommt. Daher wird das Design jetzt in verschiedenen Schichten aufgebaut, wobei jede Schicht gründlich aushärten muss. Um sicherzustellen, dass ungehärtetes Gel nicht die Haut oder das Nagelbett des Naturnagels berührt, werden die Nägel auch von unten korrigiert. Es ist auch wichtig, nicht zu viel aufzutragen, besonders beim Platzieren. Beim Auftragen des Produkts kommt der größte Teil mit dem Naturnagel und möglicherweise mit der Haut in Kontakt. Seien Sie also vorsichtig, um Über- oder Unterhärtung zu vermeiden. Lasst uns zu dir zurückkommen, Deborah. Das war ein langer Vortrag. Ja, der Vortrag war besonders wichtig. Wir haben aufmerksam zugehört. In der Zwischenzeit habe ich mit meinem Ombre-Pinsel das Blau leicht ausgeblendet. Wenn Sie es betrachten, sehen Sie, dass ich es sehr sanft gemacht habe. Ich drehe es jetzt um, damit du schon sehen kannst, was hier passiert. Wunderschön, das ist wunderschön. Jetzt schon, was? Ja, schon. Schon so cool. Nun, das muss ich eine Minute aushärten lassen, weil es nun ja eine sehr pigmentierte Farbe ist. Und natürlich habe ich ein Weiß mit einem Blau gemischt, also muss das für eine Minute in die LED, also werde ich das jetzt tun. Ja. Während du das machst, fragt Daisy, also ist das Shape-It schon komplett geformt, wenn es fertig ist. Wenn du also das Shape-It entfernst, musst du nur noch etwas nachfeilen.
Ja, Daisy, das ist richtig. Allerdings setzt Deborah das Shape It jetzt nicht direkt an die Nagelhaut. Er bleibt ein wenig vor der Nagelhaut. Das bedeutet also, dass zwischen dem Auftragen des Shape It und dem Auftragen auf den Naturnagel noch etwas verblendet werden muss. Aber dazu kommen wir gleich noch. Der 1. Mai. Der Mai ist schon da. Der Frühling liegt in der Luft. Heute war es ein schöner Tag hier in den Niederlanden. Es waren 26 Grad. Erstaunlich, denn gestern Abend fiel etwa 1 Liter Regen pro Quadratzentimeter. Es war ein furchtbarer Abend. Gewitter, Regen, Regen, Regen. Und heute Morgen sind wir alle aufgewacht und es ist fast Sommer hier in Holland. Aber der Mai ist für mich wirklich der Monat der Verführung. Diesen Monat ist das Produkt des Monats die Seduction-Serie von Magnetic Nail Design. Seduction, wunderschöne Maniküre-Produkte, die völlig natürlich sind und für die Hände, die Füße und den ganzen Körper verwendet werden können. Und wir haben eine komplette Linie für Sie, mit der Sie sich und Ihre Kunden in die wunderbare Welt der Verführung entführen können. Heute Abend haben wir natürlich ursprünglich einen Seduction E-Workshop mit Chiril geplant, denn sie ist unser Seduction Babe im magnetischen Nageldesign. Aber Chiril wird wahrscheinlich nächste Woche kommen und sich mir anschließen. Also mussten wir die E-Workshops ein wenig umstellen. Werfen wir also einen Blick auf die aktuelle Planung für die E-Workshops. Heute Abend ist also Shape It zusammen mit Deborah. Nächste Woche wahrscheinlich Chiril zusammen mit der Produktlinie Seduction. Eine Woche danach wird Deborah wiederkommen. Deborah ist eine feste Größe hier bei Nail Talk Live und sie wird mit uns in die Welt der Pigmente und Farben eintauchen. Brenda, eine niederländische Trainerin für magnetisches Nageldesign, kommt nächste Woche zu uns. Shape It Do's and Don'ts. Also Tipps und Tricks, aber vor allem Do's and Don'ts. All die Dinge, die bei Shape It schiefgehen können und wie man das verhindern kann. Und wir werden den Monat Mai gemeinsam mit Sabine aus Frankreich, aus Chartres, beenden. Und Sabine wird zu uns kommen, nicht für einen Shape-It-Kurs, sondern für einen handgefertigten, perfekten, modernen Elementnagel mit der Signatur, die nur Sabine ihren schönen Nägeln geben kann, die sie macht. Es gibt also viel zu tun im Monat Mai und viele verschiedene inspirierende E-Workshops und viele verschiedene Ansichten über die Arbeit mit Produkten. Und das macht die E-Workshops von Nail Talk Live so besonders und so faszinierend. Jedes einzelne Mal, immer und immer wieder. Ich glaube, ich habe bereits viele E-Workshops abgehalten und jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, wünsche ich mir mehr Zeit, um mit den magnetischen Nageldesign-Produkten zu experimentieren und sie meinen Kunden zu präsentieren. Jetzt gehen wir zu Deborah über, denn der nächste Schritt erfordert eine andere Farbe. Das ist richtig, Pippin, in der Tat, ja. Wir werden also eine andere Farbe kreieren, die lila sein wird, und wir werden auch zwei Farben miteinander mischen, also lasst uns mal schauen. Ich nehme wieder meine Papierpalette und werde wieder mit dem Neongelblau arbeiten. Und lege es auf meine Papierpalette, etwa so. Ich mache mehr, denn die Farbe kommt auch auf das Nagelbett. Farbe auf dem Nagelbett verwenden und die zweite wird das Neon Blush Coral sein. Und ich lege sie neben diese Farbe. Ein bisschen von dem Rosa. Natürlich kann man immer mit der Intensität spielen. Soll es ein bisschen mehr rosa sein? Dann nimm mehr von der Koralle. Willst du es etwas violetter haben? Dann musst du ein bisschen mehr Blau verwenden. Jetzt mische ich diese beiden Farben zusammen und du kannst sehen, dass die violette Farbe bereits hier sein wird. Das ist ein schönes Lila. Ja, das ist es, nicht wahr? Ja, stimmt. Wie ein kleines dunkles Lila, aber eine schöne Farbe neben dem hellen Blau. Das wird großartig sein. Achte darauf, dass es wirklich sehr gut ineinander übergehen oder sehr gut ineinander gemischt. Ich meine, weil man sonst einen kleinen Marmorierungseffekt bekommen kann, was auch schön ist, aber nicht in diesem Moment, denn ich möchte etwas anderes schaffen. Das ist also meine lila Farbe. Wie ihr schon sehen könnt, ein bisschen mit dem Hellblau. Wird das cool sein? Also, ich werde wieder meinen Detailer 3 nehmen und es tut mir leid, ein bisschen trockene Luft. Brauchst du etwas zu trinken? Haben Sie etwas zu trinken? Ich habe es und ich muss ein bisschen husten. Ja, gut.
Naja, ich nehme was. Das ist natürlich kein Problem, denn ich muss dir noch etwas zeigen. Ist das nicht erstaunlich? Es ist, als hätten wir uns total darauf vorbereitet. Letztes Wochenende ist Jillian zusammen mit Syriza, Jessica und natürlich Henriette aus Dänemark oder den Niederlanden in die Schweiz gereist, um sich dem Dobi-Team in der Schweiz anzuschließen und die allererste magnetische Veranstaltung überhaupt in der Schweiz. Natürlich war das Team von Dobi dabei, aber auch die Magnettrainer in der Schweiz. Und wir hatten viele Gäste und es war eine tolle Erfahrung für Sie. Schauen wir uns also an, wie es gelaufen ist. Das war also ein tolles Wochenende, ein tolles Event mit vielen neuen Leuten, die das magnetische Nageldesign entdeckt haben und angefangen haben, mit magnetischem Nageldesign zu arbeiten. Wir haben bereits das nächste Event in der Schweiz geplant und das wird am 7. September sein. Und ich werde auch dorthin gehen, weil ich sehen muss, dass das alles Realität ist und einfach eine tolle Arbeit. Natürlich auch das Team von Dobi. Ihr habt gesehen, dass Harvey und Beatrice dort waren. Sie alle haben mitgeholfen und das erstaunlichste Ereignis geschaffen. Zum Ende des Monats April. Wir haben viele Veranstaltungen im Monat April. Wie auch immer, wie geht es Ihnen, Deborah? Es geht mir gut. Es tut mir so leid. Es war etwas, ich habe mich wirklich verschluckt. Also dachte ich, oh mein Gott, ich muss jetzt ein bisschen aufhören zu reden, aber es geht mir gut. Endlich. Also schauen wir mal, was ich jetzt gerade mache. Ich habe also schon ein bisschen mit dem Lila weitergemacht, aber auch nur in einer sehr, sehr, sehr dünnen Schicht. Und ich werde es wieder mit meinem Ombre-Pinsel ausblenden. Nach unten ganz dünn. Ich will eine dünne, ausgehärtete Schicht. Genau hier. Das ist wirklich transparent. Ich drehe sie um und verblende sie auch ein wenig über die blaue Farbe. Es ist nicht wirklich notwendig, sehr viel zu tun, weil man es nicht sieht, wenn es nicht gut verblendet ist. Ein kleines bisschen reicht also völlig aus. Und dann sieh dir an, was hier schon los ist. Cool. Schön, nicht wahr? Ja, super cool. Das ist schon so cool. Ich liebe den Blubber-Effekt. Ja, das ist echt geil. Obwohl ich die kleinen Lochdinger nicht wirklich mag. Es gibt einen Namen dafür, aber das ist so cool. Ein bisschen mehr von dem Lila und das muss jetzt aushärten. Und in der Zwischenzeit werde ich das aushärten, aber wir können mit dem Nagelbett weitermachen. Magda fragt, ob man für dieses Ombre auch reinen Gellack verwenden kann oder ob es ein Gellack sein muss. Natürlich kann man auch Gellack verwenden. Aber Gel ist immer ein bisschen stärker, also kann man dünner arbeiten. Wenn man nur mit Gellack arbeitet, ist er immer ein bisschen weicher. Man hat also nicht so viel Kraft, um sehr dünn zu arbeiten. Man muss also mit einem dickeren Produkt arbeiten, um dem Nagel Stärke zu verleihen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ja, man kann mit Gellack arbeiten, aber dann muss man mit einem dickeren Produkt, einem Aufbaugel, arbeiten, um den Nagel sehr stark zu machen. Also ja. Und natürlich sollte man vorsichtig sein, da zu stark pigmentierter Gellack verhindern kann, dass das Licht zum Naturnagel durchdringt, wenn er zu dick aufgetragen wird.
Möchte man eine undurchsichtigere Farbe verwenden, sollte man sicherstellen, dass sie dünn aufgetragen wird, leicht transparent, um ausreichendes und ordnungsgemäßes Aushärten durch Licht zu gewährleisten. Ja, ich habe Ihnen bereits gesagt, dass wir mit der Nagelplatte fortfahren werden. Und ich habe Ihre Nagelplatte genau hier. Das ist also der Moment, in dem wir mit unserer Kundin beginnen werden. Wenn Sie das zu Hause machen wollen, können Sie bis zu dem Schritt arbeiten, den ich gerade zu Hause vorbereitet habe, bevor Ihre Kundin kommt. Und dann machen wir einfach mit dem Setzen auf Ihre Hand weiter. Das ist also wirklich einfach für Ihre Klientin. Sie muss nicht den ganzen Tag da sein oder ein paar Stunden. Ich werde mit der Gummibasis arbeiten, die ich in einer dünnen Schicht auftrage, oder das ist nicht wirklich die Farbe, die ich mag. Ich denke, ich werde wieder den Bilder Clear verwenden. Das ist sehr einfach. Arbeiten wir also damit. Und ich nehme meinen Pinsel. So, der Nagel ist natürlich schon präpariert. Ja. Ja. Auf die Oberfläche des Naturnagels wurde bereits ein Haftmittel aufgetragen. Und jetzt tragen wir etwas Bilder Clear in einer dünnen Schicht auf. Etwa so. Sanft und in einer dünnen Schicht. Das ist für jetzt genug. Und ich lasse das hier 10 Sekunden lang aushärten. Und das ist wirklich genug. Ich stecke es also in die LED und habe schon ein paar kleine Flocken, die ich in ein kleines Glas getan habe, weil es einfacher war, sie aus dem Büro mitzunehmen, weil ich natürlich nicht meinen eigenen Koffer mit all meinen Sachen hatte. Aber das war einfach mitzunehmen. Und ja, hier ist die Hand meiner lieben Kollegin und gehen wir ein bisschen weiter in die Mitte. Ja, so perfekt. Ja, perfekt. Und auf diese erste Schicht, eine kleine dünne Schicht. Hast du Bond vor dem Auftragen des klaren Aufbaugels bereits verwendet? Ja, ja, denn du hast es nicht gezeigt, aber du hast es schon gemacht. Ja. In dem Moment, als ich gehustet habe und du das Video gezeigt hast, habe ich es schon aufgetragen, habe es dort aufgetragen. Also es ist schon unter meinem Baugel klar. Ich habe also diese Flocken und ich werde etwas Klebrigkeit von meinem Baugel-Klarlack bekommen. Also eine frische Schicht, in der du Chamäleonflocken benutzt. Ja, natürlich. Die sehr dünn sind. Jawohl. Und verleihen dem Nagel einen schönen Schimmer. Das tun sie. Und sie sind so cool. Und weil ich sie in die klebrige Schicht oder nicht in die klebrige Schicht, in die nicht ausgehärtete Schicht, ich meine, es tut mir leid. Meine Teile sind einfach und sie bleiben wirklich flach. Magda hatte eine Frage und ich habe sie nicht genau verstanden, aber jetzt verstehe ich sie. Sie sagten, Sie können Ihre Shape-Its natürlich vor dem Besuch Ihrer Kundin vorbereiten, bevor die Kundin in Ihren Salon kommt. Woher wissen Sie, welche Größe Shape-Its Sie benötigen? Sie müssen einen Messtag machen. Also im Vorfeld die, wie nennt man das, Termin, den Sie mit Ihrer Kundin haben, um Ihre Shape-Its vorzubereiten, müssen Sie einen Anprobetag machen. Wenn du also deine Kunden zu einem Auffrischungstermin hast, feilt man die Nägel sehr dünn und passt die Shape-Its für den nächsten Termin an. Bei diesem Termin bekommt sie also nur ihre normalen Grundnägel und nach diesem Termin kommt sie zu ihrem wirklich coolen Shape-Its-Termin wieder. Man muss also immer einen Anprobetag einlegen. Das ist sehr wichtig. Man kann das auch einen Tag vorher machen, wenn man will. Wenn man die Zeit hat, dann sagt man, du kommst heute und morgen bekommst du tolle Shape-Its auf deine Nägel. Also stell sicher, dass du es vorher machst, wenn du mit längeren Formen arbeiten willst. Bei kurzen Formen ist das natürlich nicht nötig, aber wenn man alles so einbaut, wie ich es letzten Montag gemacht habe, könnten wir eventuell einen Anprobetag vereinbaren und der Kunde könnte dies dann zu Hause machen, in seiner eigenen Zeit. Das wäre wirklich vorteilhaft. Wenn ich dies also bei meinen Kunden tue, würde ich definitiv im Voraus einen Anprobetag vereinbaren.
Magda hat absolut recht. Kundenberatungskarten oder Kundenkarten sind äußerst nützlich. Man kann sie anpassen und individuell an die Anforderungen anpassen. Zum Beispiel die Form der Shape-Its im Bereich der Nagelhaut. Mit der Kundenkarte kann man sich Notizen machen, um die geeignete Größe für jeden Finger festzuhalten, abhängig von der Art oder Form der Shape-Its. Ich erinnere mich daran und schreibe es auf, damit ich es nicht vergesse. Früher habe ich dasselbe mit Normalspitzen gemacht. Ich habe mir immer notiert, welcher Nageltipp zu welchem Finger passt, damit ich ihn vorbereiten kann, falls eine Kundin anruft und sagt, dass sie sich den Zeigefinger der rechten Hand gebrochen hat. Das funktioniert nicht immer perfekt, denn wenn das Hyponychium bricht, ändert sich natürlich die Form des Nagels ein wenig. Aber das ist nur ein allgemeiner Richtwert. Vielen Dank für diese Frage, Magda. Kommen wir zurück zu Ihnen. Ja, ich habe also diese Schicht ausgehärtet und werde jetzt eine weitere, nun ja, dünne Deckschicht auf die Flocken auftragen. Das ist also wie nur die Flocken zu bedecken, damit sie wirklich gut an ihrem Platz bleiben. Und wie Sie sehen können, sind sie absolut flach. Das ist also wirklich toll. Und es ist ganz einfach, wenn du deine Blitzhärtung hast, härte sie einfach so. Tut mir leid, ist etwas mehr. Und natürlich die Frage, die uns immer gestellt wird. Ist das alles im Preis inbegriffen, fragt Daisy. Und welchen Preis kann man für ein Set von Nägeln wie diese verlangen? Nun, Daisy, das hängt wirklich davon ab, wo Sie sich in Europa befinden, in welcher Region. Denn in einigen Ländern können Sie ein bisschen mehr verlangen. In anderen Ländern muss der Preis etwas niedriger sein, je nach der wirtschaftlichen Situation des jeweiligen Landes. Hier in den Niederlanden würde ich sagen, für ein solches Set 120 bis 150 Euro, Deborah. Ja, ich stimme dir zu, Pepin, denn es ist relativ einfach zu machen. Und wenn man alle 5 oder alle 10 hat, kann man die Schritte machen wie, das ist ganz einfach, aber natürlich trotzdem Arbeit. Und sie werden ein Produkt hinzufügen. Also ja, das ist ein ganz toller Preis, Pepin. Da bin ich ganz bei dir, ja? Ja. Und natürlich sagt Pernilla, dass es wichtig ist, dass es alles sein muss. Vergiss nicht, dass deine Kunden für die Zeit bezahlen müssen, die du brauchst, um die Nägel zu machen. Und das ist auch die Dauer der Behandlung. Natürlich, Daisy, vielleicht dauert das Auftragen der fertigen Nägel nur 1 bis 1,5 Stunden. Vielleicht brauchen sie noch 1,5 bis 2 Stunden, um die Nägel vorzubereiten. Je mehr Erfahrung, desto schneller, desto mehr Geld. So funktioniert es also. Das ist wahr. Ich habe meinen Handschuh ein bisschen gereinigt, weil da ein bisschen Gel war. Und wenn man dann den Kunden berührt, ist das nicht so gut. Deshalb habe ich ihn gereinigt. Der Finger hat jetzt also die wirklich tollen Flocken. Und jetzt gebe ich eine dünne Schicht von meinem schönen... Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr in die Mitte der Kamera gehen, weil es ein bisschen dazu neigt, ja, unscharf vielleicht. Zu sein. Oh, unscharf, ich kann es sehen. Ja. Ich werde mit dieser schönen lila Farbe in einer dünnen, 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 dünnen Schicht arbeiten. Also die gleiche Mischung. Ja, genau. Trage sie dünn auf den Nagel auf, wie du sehen kannst. Wirklich dünn. Verteilen Sie sie nach oben und zu den Seiten hin. Etwa so. Und wieder werde ich mit meinem Ombre-Pinsel arbeiten und verblende es sanft. Ich wische es mit einem trockenen Tuch ab. Und noch einmal. So ist es einfach eine weiche Mischung. Weiche Mischung. Man kann immer noch die Flocken sehen. Ja, es ist wunderschön. Ich mag es schon so, wie es ist. Sehr schön. Einfach eine schöne, natürliche Nagelbehandlung in einem schönen Lilaton. Es ist ein bisschen staubig, das werde ich so entfernen. Ganz leicht. Ein bisschen zur Seite vielleicht. Und es ist auch einfach mit dem Ombre-Pinsel, weil... Aber vielleicht kann man auch ein bisschen zurückgehen. Nochmal, ja, Entschuldigung. Ich habe in meiner eigenen Welt gelebt, wie du siehst. Und das werde ich 1,5 Minuten lang aushärten lassen. Ich habe ausreichend Zeit, um mit Ihnen über die weltweit eingeführten Produkte zu sprechen. Heute ist der 1. Mai und ich brauche etwas neue Inspiration. Wir haben 2 neue, unverzichtbare Farben auf den Markt gebracht. Lucky Green und Lucky Green Glitter.
Diese wunderschönen grünen Farben erinnern stark an die Grüntöne der High Fashion. Es ist eine Art Weinflaschengrüner Farbton, jedoch heller und lebendiger. Dieses Set bringt Ihnen das Glück der Welt und zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Natürlich mit passendem Glitzer. Diese Must-Haves können perfekt kombiniert und von der Kundin auf den Nägeln präsentiert werden. Sotiris von Bevulgari hat bereits ein wunderschönes Video dazu gemacht und unsere Vertriebspartner haben ebenfalls tolle Inhalte mit unseren Botschaftern gestaltet. Sehen Sie sich also alle Ihre Inhalte an, um sich von diesen schönen neuen Farben inspirieren zu lassen. Erhältlich sind Sie natürlich bei Ihrem vertrauenswürdigen Händler. Zusätzlich haben wir heute ein besonderes Produkt auf den Markt gebracht, ein gelbes Gel. Wir haben viele Anfragen aus südlicheren Ländern nach einem Elfenbeinton erhalten. In den südlicheren Ländern ist Elfenbein im Frühling und vor allem im Sommer, wenn die Haut schön gebräunt ist und wir im Urlaub sind, ein Must-Have, um den schönen Kontrast zwischen der gebräunten Haut und den schönen elfenbeinfarbenen Nägeln zu zeigen. Sie können dieses Fibergel-Elfenbein auch perfekt zur Verlängerung des Nagelbettes verwenden, denn auch milchig-weiße Nagelbetten in der umgekehrten Technik sind super beliebt. Wie Sie sehen, nennt man dies Fasergel-Plüsch, weil wir jetzt mehr und mehr Fasergele kreieren, die perfekt in die Rouge-Linie passen. So können Sie als Nageltechnikerin dünnere und längere Nägel kreieren, was total im Trend liegt, dünne, längere Nägel, aber im Look der natürlichen Nagelbehandlung, wie Ihre Kundin sie wahrscheinlich vom Tragen von Blushes kennt. Wir werden auch anfangen, mehr verschiedene Schattierungen von Fasergel einzuführen, die zu den verschiedenen Tönen von Rouge passen und ein hybrides System schaffen, aber innerhalb der Gel-Produktlinie. Der große Vorteil der Arbeit mit einem Fasergel gegenüber einem Powergel ist, dass ein Fasergel dünner aufgetragen werden kann und während des Aushärtungsprozesses schrumpft, sodass ein stärkerer, aber auch schlankerer Nagel entsteht, der dünner ist als ein traditionelles Powergel. Seien Sie also bereit für Ihre Zukunft und seien Sie bereit mit den Fasergelen von Magnetic. Und natürlich, wie Sie wissen, war Magnetic der allererste Hersteller von Fasergelen. Wir haben sie vor mehr als 12 Jahren entwickelt und wunderschöne, dünne, streng geheime Gele geschaffen, die in keinem Nagelstudio fehlen dürfen. Vor allem nicht, wenn man mit den Shape-Its arbeitet, denn das Ergebnis der Dünnheit und der Stärke des Fasergels in Kombination mit der Leichtigkeit des Shape-Its macht alles einfacher. Apropos Shape-Its, natürlich haben wir 6 verschiedene Formen vorgestellt. Sie sehen hier von links nach rechts den Salon-Tipp und den Ballerina-Halbtipp. Das sind also traditionelle Tipps, mit denen Sie eine Verlängerung kreieren können. Und dann haben wir die Full-Tipps, den Element-Tipp, den Modern-Element-Tipp, den Classic-Square-Tipp und den Modern-Square-Tipp. Das sind Full-Tipps, die Sie entweder auf die Nagelhaut auftragen können oder, wie Deborah es machen wird, auf die Hälfte des Nagels. In den nächsten Monaten werden Shape-Its ausführlich behandelt. Zahlreiche E-Workshops und Kurse werden weltweit von unseren Trainern und Vertriebspartnern angeboten, um Ihnen beizubringen, wie man Shape-Its effektiv anwendet und Ihren selbstgemachten Nägeln eine persönliche Note verleiht. Unser Ziel ist es, echte Künstler zu sein, die nicht ein Leben lang dieselben Nägel herstellen können. Wir möchten Kundinnen natürlich schöne Nägel zaubern. Während Sie das verschönern, könnte Ihre Kundin vielleicht Tee oder Cappuccino trinken wollen. Darum haben wir jetzt Teegläser und Cappuccino-Gläser mit einem Fassungsvermögen von 330 Millizell. In diesen stilvollen Gläsern können Sie schlürfen, wie Sie sehen können. Ein absolutes Muss in Ihrem Studio. Genießen Sie einen Tee, einen Latte Macchiato oder einen Cappuccino von Magnetic Nail Design. Treu, liebevoll und führend. Bei jeder Tasse Kaffee oder Tee. Wir gehen zurück zu Deborah. Ich habe natürlich Dermatalk über die Knochenstruktur, wartet auf Sie, aber wir haben zu sehen und aufholen mit dem, was Deborah tut. Ja, da dieser Nagel natürlich sehr dünn ist, möchte ich dir zeigen, wie du ihn etwas kräftiger gestalten kannst. Das ist also der Schritt, den ich euch zeigen möchte.
Natürlich kann man das auch schon im Vorfeld vorbereiten, aber ich wollte bis jetzt warten, weil ich es euch zeigen möchte. Schauen wir uns das mal an. Ich habe hier also etwas Power Gel Clear und ich habe auch meine Spitze genau hier. Ich füge also ein wenig davon in die Form und ich werde es ein bisschen kräftiger machen. Kannst du es einsetzen? Ja, danke. Ich werde es ein bisschen stärker machen, indem ich es auffülle, bis die Blasen aufhören. Das ist der Teil, wo ich aufhöre, weil ich nicht will, dass dieser Teil noch dicker wird. So, Power Gel. Sie geben dem freien Rand des Nagels Struktur und Volumen, ist das richtig? Ganz genau, ja, Sie haben absolut recht. Und welchen Pinsel benutzen Sie? Das ist der Ikebana-Pinsel. Nun, der beste Pinsel, den es gibt. Die beste Bürste der Welt. Ja, ich kann ohne ihn nicht leben. Ich glaube, ich benutze ihn für alles. Und warum verwenden Sie den Ikebana-Pinsel? Es handelt sich um einen sehr dünnen oder kleinen Pinsel, wie Sie sehen können. Er lässt sich einfach in Form bringen und schwebt dort. Es ist die kleinste Version des modernen Elements, die wir haben. So einfach ist das. Und natürlich ist es ganz natürliches Haar, ja, handgemacht, perfekt für 3D-Designs, aber auch perfekt, um mit Powergel und der Form zu arbeiten, die du uns gerade zeigst. Ja, es ist einfach, naja. Und es ist fast unzerstörbar, außer man härtet es aus oder lässt Acryl drin. Ja, aber auch wenn man Acryl darin belässt, ist es immer noch reparierbar. Es. Camilla, du sagst, dass Ikebana dein Lieblings- und auch mein Lieblings- und auch mein Lieblingspinsel ist. Ja. Ja, also wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir es auf den Nagel auftragen können. Also was ich dafür brauche, ist natürlich die schöne Form und eine schöne lila Mischung. Und genau das werde ich jetzt machen. Ich nehme etwas von der lila Mischung und gebe es direkt in mein Shape-It. Und den ganzen Nagel, oder konzentrierst du dich nicht, ja, nur auf den Teil, wo es den Naturnagel berührt? Naja, und ein bisschen über das Lila. Um Lila etwas intensiver zu machen, habe ich darauf geachtet, nicht zu viel hinzuzufügen, um ein dickes Ergebnis zu vermeiden. Das Auftragen gestaltet sich dadurch schwieriger. Also etwa so. Fügen wir hier nur etwas hinzu. Ich drehe es um, wie Sie sehen können. Oh, cool. Jetzt ist es vollständig bedeckt. Cool. Ich weiß nicht, welchen Bereich des Nagels ich lieber mag, den freien Rand oder das Lila oder den mittleren Teil, wo es fast goldenes, einfarbiges Weiß ist. Sie sind alle sympathisch, was? Sehr sympathisch. Nun, ich denke, das wird genug sein. Das werde ich. Und ist das die Mischung, die Sie verwenden werden, um sie auf den Naturnagel aufzutragen und zu formen? Oder werden Sie etwas anderes dafür verwenden? Nein, das wird die Befestigung sein. Der Kleber sozusagen. Der Kleber. Und von diesem Teil, wie Sie sehen können, werde ich es mit meinem Spatel. Sie können sehen, dass die Ränder wirklich sich zurückziehen, ist, was ich will. Ich warte darauf, dass das passiert, weil ich nicht will, dass es zu viel wird oder nicht zu viel Überschuss. Natürlich gibt es immer ein bisschen, aber nicht zu viel. Ich warte also, bis es wieder ein bisschen nach oben geht. Und das ist für mich im Moment und ich kann diese Form anwenden. So, jetzt haben wir den Finger. Ja, und haben natürlich wir ihn auf der Seite. Also dann werde ich das weglegen. Ja, danke. Wir wussten natürlich schon, dass sie einen Finger hat. Können Sie da ein bisschen zu mir kommen? Warte, bis es scharf ist. Ja, ein bisschen nach unten gehen. Also, wenn ich den Nagel aufsetze, mein Nagel ist auch da, nach oben, dann ist da eine riesige Lücke genau hier. Also muss dieser hier ein bisschen nach unten gehen. Und deshalb setze ich diesen Nagel auf halbem Weg ein. Und ich setze ihn ein bisschen nach hinten und mache ein kleines Stück nach unten. Und mein Kollege hilft mir dabei. Warte. Noch nicht. Und können wir es von vorne sehen, Gil? Wie du sehen kannst, ist alles sehr schön und gerade und kein Überschuss im Bereich der Nagelhaut. Es ist alles vollständig bedeckt. Und jetzt ist es an der Zeit, es von oben zu härten.
Ein bisschen von ja. Gehen wir zum Sideshot. Ja. Und das fixiert und härtet das Produkt auf dem Nagel. Stopp. Stopp. So, das reicht jetzt. Wie Sie sehen können, gibt es einen schönen unteren Bogen, der nur noch ein bisschen gefeilt werden muss. Und auch von der Mitte aus, oben, wie Sie sehen können, werde ich das ein wenig säubern. Es ist eine tolle, gerade Linie. Aber natürlich muss es noch etwas aushärten. Ich sehe mir das mal von unten an. Ja, aber da ist nur wenig Produkt. Ja, das ist fast nichts. Also, wenn du denkst, dass der schließende Teil, weil ihr Nagel nach unten geht, ist es wirklich leicht zu reparieren. Also nehmen wir ein bisschen was von dem Lila, etwa so, und wir fügen diesen Teil hinzu, um sicherzustellen, dass der Nagel und die Form sich gegenseitig berühren. Dass er geschlossen ist? Dass es geschlossen ist, ja, denn du willst keine Lücke haben. Und weil es ein sehr dünnes und einfaches Produkt ist, ist es wirklich einfach. Und natürlich berührst du das Hyponychium nicht. Nein, du berührst die Haut nicht. Du benutzt den Detailer Nummer 3, um ihn sehr dünn aufzutragen. Ja, sehr gleichmäßig. Nur um sicherzustellen, dass alles glatt ist. Und dass es keine Lücke zwischen dem natürlichen Nagel und dem Tipp gibt. Nein, etwas von ihrem eigenen Nagel auf ihrem Finger gelassen. Denn dann bin ich sicher, dass ich die Haut nicht berühren werde. Wie Sie hier sehen können, gibt es keine, die Haut überhaupt nicht berührt. Wenn du zufrieden bist und es komplett geschlossen ist, denn das ist wichtig, kannst du das 1,5 Minuten lang aushärten. Achte darauf, dass du das tust, denn auch das Powergel, das hier oben ist, muss noch etwas aushärten. Okay, danke. 1,5 Minuten, das gibt mir etwas Zeit. Ich habe auch ein paar Fragen, Ashley. Du fragst, ob du es benutzen kannst oder wie du es aushärten kannst, wenn du alleine bist. Aber wenn Sie ein Powergel oder ein Fasergel verwenden, können Sie den Tipp tatsächlich auf Ihren Finger auftragen und ihn dann mit dem Licht aushärten, weil er tatsächlich an Ort und Stelle bleibt. Wir arbeiten an einer anderen Tischleuchte und die wird in Kürze da sein. Sie können auch Ihre Blitzaushärtung an Ihre Tischleuchte hängen. Das ist auch ein Trick, den ich gesehen habe. Aber wenn Sie ein zähflüssigeres Produkt wie Fasergel oder Powergel oder Standardbildergel verwenden, dann gibt Ihnen das genug Festigkeit, um die Spitze an Ihrem Platz zu halten. Ich habe eine andere Frage von Gemma über das Ikebana gesehen, wenn Sie ein Ikebana verwenden wollen. Ich glaube, diese Frage war eigentlich von Stephanie. Wenn man ein Ikebana haben möchte und es mit verschiedenen Produkten wie Acryl Power Gel verwenden möchte, kann man sie für beide Produkte verwenden oder braucht man getrennte Pinsel für die verschiedenen Produkte? Letzteres ist am besten und ich empfehle dringend eine spezielle Ikebana für die Acrylarbeit und eine andere für die Powergelarbeit zu verwenden, weil man die Rückstände von einem der beiden Produkte nicht wirklich entfernen kann, bevor man zum nächsten Produkt übergeht, ohne wahrscheinlich die Haare des Ikebana-Pinsels zu beschädigen. Und das ist etwas, was man auf keinen Fall tun möchte. Ich habe Ihnen bereits einen Dermatalk mit Wendy versprochen. Und heute geht es um Knochen. Hallo und herzlich willkommen zu Dermatalk. Dieses Mal werden wir über die Knochen in unseren Händen sprechen, denn wenn wir keine Knochen hätten, könnten wir unsere Hände nicht benutzen und unsere Hand würde ganz anders aussehen. Und wir haben viele verschiedene Arten von Knochen in unseren Händen. Schauen wir uns das mal von vorne an. Beginnen wir mit den Handwurzelknochen. Das sind die Knochen des Handgelenks. Wie Sie sehen können, gibt es eine Menge Knochen. Unser Handgelenk besteht aus 13 kleinen Knochen. Die Handwurzelknochen sind 8 davon. Und sie sind alle wie ein Puzzle zusammengesetzt. Und du kannst 9 verschiedene Nomen hier drüben. Aber dieser hier, der Hamatus, hat einen Haken, einen Hamulus an der Seite des Knochens. Diese 8 Knochentypen sorgen dafür, dass unser Handgelenk sehr widerstandsfähig, aber auch sehr flexibel ist und wir es benutzen und um unser Handgelenk herumrollen können.
das ist wirklich gut, wirklich clever von unserem Körper, das so zu machen. Dies sind also die 8 Knochen, die zusammen mit den Mittelhandknochen auf der Innenseite unserer Hände liegen. Wir haben also nicht diesen großen Handknochen. Nein, das sind nur 5 Knochen, Mittelhandknochen. Und weil wir das haben, können wir unsere Hände wirklich flexibel und beweglich machen. Denn wenn das nur ein Knochen wäre, wären wir wie ein Lego-Männchen. Lego-Männchen. Und wir könnten unsere Hände nicht so benutzen. Die Mittelhandknochen verlaufen also bis zum Handballen. Und dann haben wir die Zehenknochen und die Zehenknochen sind im Inneren unserer Finger. Und wie Sie sehen können, haben wir eine proximale Version, eine mittlere Version und eine distale Version. 3 Arten von Fingergliedern, die dafür sorgen, dass wir Bewegung in unseren Fingern und in der Hand wieder bewegen können. Es ist wichtig zu beachten, dass der Daumen nur ein proximales und ein distales Glied hat und keine Mittelphalanx hat. Dadurch ist der Daumen im Vergleich zu unseren anderen Fingern weniger beweglich. Außerdem ist es sehr interessant zu wissen, dass die Gefäße der Finger an den Seiten verlaufen. Bei den Fingern verlaufen 2 Gefäße an den Seiten und beim Daumen verläuft nur eines in der Mitte. Dein Daumen ist also ganz anders als deine anderen Finger. Es ist also gut zu wissen, dass, wenn du eine Massage machst und dich wie die Finger bewegst, dies viel besser sein wird und der Daumen nicht so locker sein wird. Und das ist auch der Grund, warum wir Nageltechnikerinnen immer wieder mit unseren Kunden streiten, wie sie sich entfernen können . Ihr Daumen ist immer widerspenstig, wenn wir Nägel machen. Das ist also tatsächlich ein anatomischer Grund dafür. Das ist eine tolle Information. Und während wir uns das angeschaut haben, haben wir uns überlegt, was wir mit unseren verschiedenen Daumen machen können und ob wir dieses oder jenes machen können. Aber das liegt daran, dass man einfach voller Ideen ist, wenn man Wendy zuhört. Bevor wir zu Wendy gegangen sind, habe ich gesehen, dass einige von euch gefragt haben, ob die Hand des Modells von Maya so oder so ins Licht geht. Und leider kann ich nicht gleichzeitig lesen, sprechen und euch anschauen. Ich bin nur ein Mann. Ich weiß, dass wir nicht ausreichen, aber egal. Maria ging zuerst so ins Licht und drehte dann die Hand so, um eine vollständige und korrekte Heilung zu gewährleisten. Also eine sehr gute Frage, die ich überprüfen musste, weil ich mit meinen Daumen beschäftigt war. Aber danke für diese Frage. Ja, gehen wir zurück zu Deborah. Ja, in der Tat. Wir machen sehr seltsame Daumen- und Handbewegungen, aber es war wirklich lustig. Und wir sind an dem Punkt, an dem wir das Formteil entfernen müssen. Schauen wir es uns also an, denn das ist ein wirklich cooler Moment. Hier ist es. Da ist es. Es sieht schön aus. Es ist wirklich sehr cool. Nun, ich werde es ganz sanft mit dem Expert Pinching Tool entfernen. Das ist ein sehr cooles und sehr notwendiges Präzisionswerkzeug. Und natürlich muss man sehr vorsichtig sein. Du hast es schon klicken gehört. Es ist ein cooles Geräusch, aber beim ersten Mal manchmal ein wenig beängstigend. Also der erste Kampf ist super beängstigend, aber ich finde das Zwickwerkzeug für Experten besonders beängstigend, weil ich wirklich, ich bin wie meine Schnurrbärte, kräuseln sich jetzt fast in eine andere Richtung, weil ich nur aber in den richtigen Händen einer gut ausgebildeten Nageltechnikerin, die weiß, was sie tut. Sie weiß, was sie tut. Wenn du nicht weißt, was du tust, tu es nicht. Tun Sie es jetzt. Aber das ist eine gute allgemeine Richtlinie für das Leben. Und dann sagen wir immer, versuchen Sie das nicht zu Hause. Hier kommt es. Hier ist es. Es löst sich schon. Ich muss vorsichtig sein,
Aber ich wusste es bereits und habe selbstverständlich PowerGel Clear hinzugefügt. Los geht's. Deshalb weiß ich, dass es stärker ist. Auch vorne etwas und es kann losgehen. Los. Oh, gehen wir zur Seitenaufnahme, Gil. Oh, ich liebe den Hochglanzeffekt. Ja, jetzt schon, oder? Ja, oh, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Und eine sehr weiche und dünne Schicht, die nur ein kleines bisschen, nun ja, geformt werden muss. Und das ist gerade genug, um es sehr schön zu machen. Ich mag das. Und ich kann schon sehen, wie die Leute lachen, wenn sie es abnehmen. Ja, ich auch. Und jetzt werde ich meine E-Akte behutsam einsetzen von... Naja, ich weiß, Naomi, du sagst, wir können jetzt atmen. Ja, ich stimme dir zu. Ich habe Natürlich. Mir fast in die Hose gepinkelt. Oder ich habe Pirates of Penzance gesehen. 120 Nageltechnikerinnen hielten den Atem an bei dem Knacken, wenn du die Form entfernst. Joyce, ich erinnere mich an das Knacken, als Natalia meinen gesetzten Nagel einklemmte. Das war ein anderes knackendes Geräusch. Es war extrem laut. Ich liebe den Nagel, Joanna, sagt Gemma, und auch Magda fragt, ob man die Form immer mit dem Kneifwerkzeug entfernt oder kann man sie auch ohne entfernen? Bei den längeren Formen würde ich empfehlen, es im ersten Schritt mit dem Pinching-Tool zu machen und danach natürlich mit den Händen. Bei den kürzeren Varianten ist es einfacher, es mit der Hand zu machen, weil man kein großes Werkzeug braucht. Aber bei dem modernen Element muss ich sagen, dass es wirklich besser ist, es mit dem Quetschwerkzeug zu machen, weil diese Form das Produkt wirklich in Form hält. Es ist also wirklich schwierig, das mit der Hand zu machen und man muss wirklich quetschen. Und das möchte man nicht tun. Mit der Quetschzange macht man es einfach und dann klickt es ab. Das ist also besser. Aber für die kurzen, nein, natürlich, mit der Hand ist auch sehr gut möglich zu machen. Also ich habe es dir ja schon gesagt. Ich bin gerade dabei, die kleinen zu formen. Was ist die Drehzahl, die du im Moment benutzt? Silke ich fragt. Ich bin auf... Also ich glaube 20.000, also nein, weniger, um die 15.000. 15 bis 20.000, ja. Karin fragt, wer ist dein Modell? Also dein Modell ist natürlich Maria. Ja, meine liebe Kollegin. Und wir werden ein paar Formen machen. Und Joanna fragt, welchen E-File-Bit du benutzt hast und ob es dieser sein muss oder vielleicht ein XXL-Bit, das du auch benutzen könntest. Du solltest einen Bit benutzen, mit dem du dich wohlfühlst. Genau das. Ja, denn man sollte nicht zu hart vorgehen, weil es sich um eine wirklich dünne Schicht handelt. Und wenn man zu hart arbeitet oder zu stark drückt oder zu grob ist, geht man komplett durch den Nagel. Und das wollen wir ja nicht. Also nur ein bisschen sanftes Formen und das war's. Den Rest machen Sie mit der Hand oder mit Ihrem... Den Rest? Weißer Block oder Findling? Nutzt du eine Feile mit einer Körnung um die 80? Durchaus, ja. Und vielleicht kann Maya dir helfen, in der Mitte des Bildschirms zu bleiben. Ja, danke. Und es ist wichtig, dass du darauf achtest, dass du... Dass sie den Nagel beim Feilen stabilisieren? Genau, weil wir brauchen, wenn sie es so machen, können wir nicht. Wenn wir es so machen, können wir es nicht. Aber wir müssen... Aber wir müssen etwas Druck auf die andere Seite ausüben, weil das etwas Wichtiges ist. Schauen wir uns den unteren Bogen an. Können wir ihn von der Seite sehen? Nun, während wir uns konzentrieren, schickt Maria Karin dir liebe Grüße und danke, dass du hier bist. Noch ein bisschen Janema mehr, noch ein will bisschen den mehr, Zug noch ein bisschen oder mehr. Die Krümmung des Nagels sehen. Hier ist der Scheitelpunkt des Nagels, den Sie auf diesem Foto sehen können. Der Scheitelpunkt befindet sich immer noch im Nagelbett, genau in der Mitte des Stresspunkts. Die Linien des unteren Bogens wurden korrigiert, da sie leicht nach unten hingen. Wir korrigierten dies mit der Handfeile, da dies mit einer elektrischen Feile nicht möglich ist. Zumindest kann ich es nicht mit einer elektrischen Feile machen. Die Nägel sind dünn, aber die Handfeile ermöglicht eine kontrolliertere Behandlung. Mit einer elektrischen Feile geht es zwar schnell, aber sie dringt in den Nagel ein. Hunter Nail Treatments fragt, ob man den dünnen Spatel benutzen kann, um die Form hochzudrücken. Ja, das kann man auch, aber man darf ihn nicht benutzen, wenn der Nagel sehr dünn ist, weil man ihn dann zwischen den Nagel und die Form drückt. Und wenn der Nagel zu dünn ist, kann er brechen. Deshalb ist es am besten, wenn du, also drückst du ihn am besten sanft zusammen,
bis er sich löst. Und seien wir ehrlich, diese Länge ist natürlich super lang, sie ist gigantisch. Die meisten Kundinnen im Nagelstudio bevorzugen etwas kürzere, sagen wir 3 Zentimeter kürzere Nägel. Das ist natürlich super cool für uns Nageltechnikerinnen und großartig, um an deinen eigenen Nägeln zu arbeiten und allen zu zeigen, dass du ein erstaunlicher Nageltechniker bist, der erstaunliche Nägel machen kann. Aber im Nagelstudio, im Nagelsalon sind es die kürzeren, aber im Nagelstudio, im Nagelsalon sind es die kürzeren, natürlicheren Nägel, die unseren Umsatz ausmachen, die unseren Job erfolgreich machen. Diese extremen Nägel sind hauptsächlich für die Nageltechnikerinnen. Und das ist auch der Grund, warum wir Ihnen das zeigen. Denn diese Show ist für Nageltechnikerinnen und wir lieben extreme Nägel. Und ich glaube, wir alle haben einmal lange Nägel ausprobiert. Aber dafür werden andere Trainer kommen und es euch zeigen. Ich werde nur kurz zu Deborah zurückkehren, denn wie geht es dir? Ich bin sehr gut im Lackieren eigentlich. Ich habe gerade die Seiten überprüft. Und wie du sehen kannst, habe ich die Oberseite nicht mit der Feile berührt. Das ist das Einzige, was ich mit meinem weißen Block benutzen werde. Vorsichtig, denn er ist auch an der Oberseite sehr dünn. Aber wenn ich, wie ihr schon wisst, 2 Schichten des Baugels auftrage, Gel aufgetragen, so ist es ziemlich stark, aber trotzdem willst du nicht durch die Oberfläche gehen, weil du dann natürlich dein schönes Design verlierst. Seien Sie vorsichtig mit dem weißen Block und benutzen Sie keine E-Feile. Okay, beim Finishing ist es wichtig, mit dem weißen Block abgerundete Bewegungen zu machen, um flache Stellen auf dem Nagel zu vermeiden. Diese Technik haben wir alle von May gelernt. Wenn Sie dies beachten, wird der Nagel perfekt sein. Was wollten Sie noch fragen? Kann das gemacht werden? Silvia und alle anderen, die das zu Hause machen wollen, müssen aufpassen, dass die Rouges nicht zu dick aufgetragen werden, weil sie dann nicht richtig aushärten können. Wenn ihr also nur Pinselrouges verwenden wollt, achtet darauf, dass ihr entweder die Rouge-Mischungen benutzt, die transparenter sind, oder dass ihr in mehreren Schichten arbeitet, damit sie nicht zu stark aushärten. Sie wollen nicht den Käse-Soufflé-Effekt zwischen den Schichten haben, während Ihre Kundin das Produkt trägt, denn während des Auffüllens kann es auslaufen und die Haut der Kundin berühren. Und wie ich schon sagte, wollen Sie niemals die Haut Ihrer Kundin mit unter- oder unausgehärteten Produkten berühren. Ich sehe eine Frage von Vera Pepein. Wenn ich Acryl mit der Form verwenden würde, Itz, wird es irgendwelche Probleme mit der Aushärtung wegen des Shape-Itz geben? Danke, Vera. Nein, das ist nicht der Fall. Danke, dass Sie sich uns angeschlossen haben, wenn Sie Shape-Itz mit Acryl verwenden wollen. Das ist eigentlich die Art und Weise, wie Shape-Itz vor 25 Jahren eingeführt wurde, gerade zu Beginn meiner Karriere als Nageltechnikerin. Es ist wichtig zu erkennen, dass Acryl in Schichten oder pro Anwendung aushärtet, sodass es besser ist, als zuerst Ihre Form im Shape-Itz zu machen. Es ist so, dass die Länge und die Form dann eine zweite Perle Acryl auftragen, um die richtige Struktur zu schaffen und dann eine dritte Perle Acryl und Sie müssen dazwischen warten und dann die dritte, um die Form anzuwenden. Dann lässt man es aushärten, hält es an Ort und Stelle, bis es ausgehärtet ist, lässt es 3 bis 5 Minuten aushärten, entfernt es und schon hat man einen perfekten Acrylnagel. Aber auch das wird bei Nail Talk Live gezeigt. Denn bei Nail Talk Live geht es darum, Ihnen jede Kleinigkeit zu zeigen, die wir wissen und die uns einfällt. Denn die Sprache der Nägel ist eine Sprache, die man lieben muss. Genau wie der Workshop von vor 2 Wochen war Jessica hier und Deborah hat meinen Platz hier am Präsentationspult eingenommen und Jessica hatte eine Hausaufgabe. Nun, Jessica nur anzusehen, ist schon eine Freude. Aber die Hausaufgabe für Jessica zu machen, macht diese Freude erst zur Realität. Nun, wir haben Gewinner. Ich lasse mich mal eben checken. Oh, danke, Gillian. Er weiß, was ich meine. Ich werde das vom ersten Gewinner überprüfen. Jessica sagt natürlich, sie hat schon einen Blick auf das Design bei Dobie geworfen. Sterne in ihren Augen. Und wenn ich es jetzt sehe, finde ich es noch schöner. Aber andererseits liebe ich Drachen. Es ist so schön, die Technik ausführlicher zurückzubekommen. Glückwünsche aus der Schweiz, Tanja Mullis. Glückwünsche, ich sehe, dass du es dir ansiehst. Also,
Glückwünsche, Tanja. Ich sehe dich jetzt. Ich schaue mir deinen Kommentar an. Glückwünsche zu deiner schönen Hausaufgabe. Dieser erstaunliche Drache, der Glück und Reichtum bringt. Danke, dass du mitgemacht und deine Hausaufgaben gemacht hast. Der nächste ist aus einem anderen Land. Es ist Armenien. Und das Feedback ist, oh mein Gott, ich bin total verliebt, ich habe Angst vor Schlangen, aber auf diese Art und Weise wäre ich ein Fan, diese Nägel tragen zu können. Schau dir einfach diese erstaunlichen Dry and Snake, beautifully done by congratulations, congratulations from Armenia. Beautiful, beautiful, beautiful. I see the snake. I love snakes and jewels. I love snakes and ornaments beautifully done. You can be proud of yourself, but the same goes for the third winner of this evening, all the way from Germany, while Germany is a little bit closer than both Switzerland and also Armenia, but still it's not Holland, it's Germany. Ich versuche es im Jessica-Style zu machen. Ich liebe die blaue Leoparden-Print-Version. Das ist eine coole Idee. Und das gemalte Drachenauge lässt diese Pigmentdesigns noch mehr glänzen. Es freut mich zu sehen, dass ich dich inspirieren konnte. Glückwunsch aus Deutschland, Evi Mueck aus Deutschland. Glückwunsch, Evi, mit deinen schönen, schönen, schönen Designs auch. Ich liebe die blauen, sie sind einfach absolut atemberaubende, Evi. Herzlichen Glückwunsch euch dreien aus der Schweiz, aus Armenien und aus Deutschland. Aber auch herzlichen Glückwunsch an alle, die ihr E-Zertifikat erhalten haben. Und danke, dass ihr mitgemacht habt, eure Hausaufgaben gemacht habt und uns einfach inspiriert habt, euch zu inspirieren. Danke, ich weiß, Gillian, er sagt mir ins Ohr, dass wir noch den Preis haben, weil ihr alle drei diesen tollen Preis für magnetisches Nageldesign Nagelhautöl, das Pfirsich-Nagelhautöl, erhalten werdet. Sparkle Chrome, Unicorn Pigment, Cat Eye Silver Top Gel Flex and Shine Base and Top Extreme Matte and the winner takes it all Supreme Finish. Of course, the best top gel in the world. Without Supreme Finish, you cannot do nails. Wirklich das beste, 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 beste Top Gel der Welt. Ich muss jetzt auf meine Notizen schauen. Lass mich ein paar Markierungen machen, okay? Nun, ich glaube, ich höre keine Pfeile mehr. Oder Deborah, oder doch? Nein, ich mache nur eine Feinabstimmung, aber ich kann den ganzen Tag über Feinabstimmungen vornehmen. Also manchmal muss man sich sagen, hör auf mit der Feinabstimmung, weil du sonst später nichts mehr zum Feinabstimmen hast. Also höre ich jetzt damit auf. Sind Sie also... Bist du bereit für diesen letzten Moment, Pepin? Ja, denn man kann einfach nicht fertig werden, wenn man nicht ganz oben steht. Danke, Ach Gillian. So. Und deshalb haben wir dieses wunderbare Supreme Finish. Und nun lasst uns... es auf den Nagel auftragen. Als erstes geben wir etwas davon in die Nähe der Nagelhaut und ein bisschen mehr, weil es ein langer Nagel ist. Und ich ziehe ihn nach unten. Ja, Topshot. Ja, aber jetzt liebe ich Topshot. Ja. Und jetzt ein Seitenschuss. Ich werde es dann so machen. Oh, es ist erstaunlich, diese Blasen. Cool, oh, oder? Oh ja, das habe ich schon mal gesehen, aber ich wusste nie, wie man das macht. Ich dachte, das wären Luftblasen, die man in ein nasses Gel pustet, aber das ist einfach cool. Unglaublich. Ja, super einfach und super effektiv. Das ist wirklich cool, oder? Ich bin sprachlos. Mehr als cool. Vergiss nicht, die klebrige Schicht unter dem Nagel zu entfernen. Das habe ich bereits gemacht. Aber achte darauf, auch die klebrige Gelschicht darunter zu beseitigen. Bei einem durchsichtigen Design kannst du zusätzlich etwas Supreme Finish auftragen, aber da dies kein durchsichtiges Design ist, ich habe die Schicht vor dem Auftragen des Gels entfernt. Nun, wir sind fast am Ende dieses Abends angelangt. Also heilen Sie bitte diesen Nagel, Deborah, für unseren letzten Screenshot-Moment. Den Moment, auf den wir alle gewartet haben. Denn natürlich hat Gillian mir schon ins Ohr gesagt und ich Ihnen, dass man ohne Supreme Finish niemals fertig wird. Dass Gillian mit all seinen brillanten Einzeilern das zu Ende bringen muss.
Okay, also wenn ihr heute Abend an diesem E-Workshop teilnehmen wollt, dann ist eure Hausaufgabe, 4 Shape-Its mit verschiedenen Inlays auf einer Hand zu kreieren. Ihr könnt auch 4 Shape-Its benutzen, um Nägel zu kreieren und sie einfach auf einen kleinen Hintergrund zu legen. Die Länge und auch die Form des Nagels spielt keine Rolle. Benutzt mindestens 4 verschiedene Arten von Inlays, also 4 Nägel. Das ist machbar, weil ihr seht, es ist einfach eine Freude. Ihr habt 2 Wochen Zeit, um eure Hausaufgaben zu machen und sie über den Link hochzuladen, den ihr im Album Shape It findet. Wenn etwas verbessert werden muss, wird Jessica euch kontaktieren und ihr bekommt eine weitere Chance teilzunehmen. Aber um sicher zu gehen, dass ihr es wirklich seid, die diese Nägel kreiert, macht Schritt für Schritt Fotos und Jessica bittet in den Kommentaren darum, dass ihr auch die Produkte, die ihr verwendet, in den Hintergrund des Fotos schreibt, damit wir wissen, dass ihr der Autor dieser Nägel seid. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr nicht mit Magnetic Nail Design arbeitet. Natürlich gibt es keinen Unterschied zwischen der Arbeit mit Magnetic Nail Design und der Arbeit ohne Magnetic Nail Design. Der einzige Unterschied ist, dass ihr, wenn ihr mit Magnetic Nail Design arbeitet, das Beste ausgewählt habt. Und wenn Sie nicht mit Magnetic Nail Design arbeiten, dann sind Sie immer noch offen für Möglichkeiten. Das Erstellen Ihrer Hausaufgaben stellt eine technische Herausforderung dar. Unsere Dienstleistung besteht in technischen Hilfestellungen und theoretischem Wissen, um Ihren Erfolg zu fördern. Auch wenn du einen anderen Weg wählst, wenn du das tust, bekommst du natürlich dein EasyHaben, aber auch die Chance, diesen Preis zu gewinnen. Eine Schachtel mit einem Shape Ihrer Wahl, also können Sie sich aussuchen, welchen Sie haben möchten. Lucky Green Gel Polish und Lucky Green Glitter Gel Polish, grün, die Farbe des Luxus, wie Soterius in den Kommentaren sagte, Neon Inlays, Shell Inlays und Chameleon Flakes und als Krönung eine Dose Power Gel Clear. Wenn das kein Preis ist, den Sie haben möchten, dann weiß ich auch nicht mehr. Deborah, wie weit ist der Nagel? Nun, der Nagel ist komplett fertig. Also, wo willst du anfangen, Pepin? Von oben oder von der Seite? Ich denke, von oben die Spitze. Schön, 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 liebe die Blasen, liebe die Blasen, liebe die Blasen. Wie du sehen kannst, wie glänzend, wie... Ja, ich würde gerne... Glänzen. Sehen Sie die Unterseite eigentlich? Es ist ein bisschen Staub dort, aber gut, es ist nicht so viel. Nein, aber ich würde auch gerne die C-Kurve sehen. Ja, dann werde ich etwas entfernen. Nein, in die Mitte, ja, so, so, so. Und dann kippen wir es ein bisschen nach oben, nicht weiter zu mir, ja? Ein kleines bisschen mehr. Check. Sehen Sie eine perfekte tiefe C-Kurve? Ich liebe die tiefe C-Kurve, ich liebe die Konvexe, ich liebe die Konkave und sehr dünn und super dünn. Und jetzt zurück zum oberen Bild. Und für den Screenshot werden wir die Seitenaufnahme verwenden, einfach den perfekten Winkel finden, so wie hier, okay, einfach ein bisschen nach unten drehen. Ein bisschen entspannen. Ein bisschen, ja. Ja. Ja, so ist es besser. Dreh es ein bisschen zur Kamera hin. Mehr in diese Richtung. Entspann dich. Ja. Ja, danke schön. Es ist schwierig, sich zu entspannen, wenn es einen Fotomoment von deinen Nägeln gibt, aber wir werden es trotzdem tun, denn es ist fast 9:30, also schon nach 9:30. 3, 2, ein Bildschirmfoto, perfekt. Perfekt. Ich fühle mich wie Ariel in die kleine Meerjungfrau. Ich danke dir, Deborah, dass du diese schönen Nägel gezeigt hast. Ich überlasse dir das Wort. Ja, nun, ich danke euch natürlich allen, dass ihr diese etwas andere Show gesehen habt, als ihr sie euch heute Abend vorgestellt habt. Aber ich bin sehr froh, dass ihr alle zugeschaut habt. Und ich hatte wirklich Glück, diesen wunderschönen Meerjungfrauennagel zu machen. Ich hoffe, ihr werdet ähnliche oder andere schöne Dinge kreieren. Ich kann es wirklich nicht erwarten, alles zu sehen. Also danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Ich möchte Ihnen auch dafür danken, dass Sie uns heute Abend zugeschaut haben. Vergessen Sie nicht, dass der Monat Mai der Monat der Verführung ist, die luxuriöseste, perfekt natürliche Maniküre-Pediküre-Linie des magnetischen Nageldesigns.
Und Cheryl wird auf jeden Fall hierher kommen, um mit mir einen E-Workshop für Sie zu machen und diese wunderschönen Produkte zu verwenden. Aber heute Abend haben wir Ihnen die Shape, aber heute Abend haben wir Ihnen die Shape It's und die wunderbare Welt von Deborah vorgestellt. Danke, dass Sie uns heute Abend zugeschaut haben. Danke, Jillian, dass Sie uns im Hintergrund geholfen haben und mir all Ihre Nachrichten geschickt haben. Danke, Deborah. Danke, Deborah. Und natürlich danke, dass ihr hier seid. Bis bald. Wir sehen uns bei Nail Talk Live.